Handelsthemen. So, Stern. During this day, we will talk in Porto at about 4:45. They will stay for 1 hour. We wish you all a pleasant journey. Thank you. Eine, zwei Personen, ja. Es sind zwei noch gepflanzt, wenn es etwas mit unserem einzigsten Baum etwas geschieht. Ein schwarzes Kapitel von der Festungsgeschichte ist die sogenannte Hexenprozession, die im 17. Jahrhundert stattgefunden haben. Und von 621 bis 692 sind 80 Frauen hier hingerichtet als Hexen. Und die unglücklichen Frauen, die als Hexen angeklagt waren, sie müssten sich eine Wasserprobe unterstellen. Und das heißt, sie müssten mit gebundenen Händen und Füßen, also Kreuz und Quer, mit den Händen und Füßen, mussten sie unter dem Wasser getaucht werden. Wenn sie raufkamen, waren sie Hexen. Wenn sie nicht raufkamen, waren sie unschuldig. Zweiten Weltkrieg, da war hier Hauptquartier und Kommunikationszentral für die deutsche Wehrmacht. Und die ganze Stadt war mit Bunkers und Kanonenstellungen. Ja, man sagt, es gibt so viele Tunnelen, dass Werde eigentlich ist eine Schweizer Käse. Gelockt, ja. 3000 Soldaten und 3000 norwegische Einwohner, das war ganz viele. Und mehrere Soldaten kamen aus der Litzafront, um sich hier so auszuruhen. Und ältere Menschen in Werder hat mir erzählt, dass mehrere von diesen jungen Soldaten, sie haben geweint, sie möchten nicht wieder zur Front. Ein Problem für die Wehrmacht war auch, dass mehrere Soldaten Selbstmord hier begangen haben, ja nicht nur hier in Werder, aber in Finnmark, weil diese mit Dunkelzeit und
9 Monate Winter und Schnee. Die Deutschen waren nicht gewöhnt mit so barschem Klima. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Englisch spoken. Thank you.
Doris. Haben Sie mir das letzte Mal erklärt, als wir nach Svolvær Fisch transportiert haben? Aber auf dem einen steht drauf Sartan. Halt die Tür.